Hey Leute, willkommen zurück zu Craft Attack mit dem Peter hier. Hi! Da unten hat sich gerade der Klim runtergebaut. Und hier haben wir gesehen, dass er sich runterbaut. Und jetzt haben wir mal so ein bisschen hier... So ein bisschen Lava da drauf gehauen. Mal sehen, ob er sich hier auch wieder hochbaut. Ich hoffe es ja einfach mal. Warte, ich nehme den mal weg, weil ich glaube, Lava ist jetzt unten genug. Ach, hast du es reinfließen lassen? Ja, genau. Aber man kann ihn noch hören irgendwo, ne? Ja. Schade, dass man die Lava hört. Aber ich glaube, er spielt immer ohne Ton. War der das? Jemand hat mir erzählt, dass er immer den Ton aus hat. Ich hoffe, das war als Klim. Ja, dann hör das nicht. Ja, weil das wäre halt echt mächtig. Ja, super. Nee, jetzt ist da. Ich glaube, du musst die Lava wieder hinsetzen. Warte, ich glaube, hier ist er irgendwo rausgekommen, oder? Hat er sich gerade rausgebaut wieder irgendwo? Hier geht ein Weg runter, hier auch, hä? Das ist voll der Maulwurf. Ja, kommt da irgendwo wieder raus. Oh, schade, Mann. Oh, ich hätte das so cool gefunden, wenn er sich jetzt hier irgendwie eine Mine gebaut hätte und dann mit allem wieder raus und dann voll in die Lava rein. Ah ja, geht da unten um die Ecke. Nimm sie nochmal raus. Kann man vielleicht hier so hier einen rein und darüber dann Lava. Dann muss er erst den Block wegmachen und wird dann... Ach nee, da hinten ist er. Oh, wie langweilig. Oh. Erstmal einen Pfeil auf ihn schießen. Oh, fuck. Oh nein, ich brenne. Warte, komm zum... Nee, ich habe nicht mal einen Wassereimer. Warte, hier ist Wasser. Siehst du, ich hätte einen Wassereimer, hättest du mich nicht freuen, dann habe ich den nämlich nicht mehr mitgenommen. Siehst du mal. Aha. Nur wegen deiner blöden Trolltruhe da hinten. Die war doch gut. Ah, ich weiß gar nicht, ob du der Erste warst, der da drin war. Auf jeden Fall der Erste in der Aufnahme wahrscheinlich. Ich hoffe, ne? So, vielleicht fangen wir heute mal an mit unserer Hühnerfarm. Was meinst du? Ja, genau, mit der Bratmaschine. Ne? Also Hühnerfarm haben wir genug, aber eine automatische Bratmaschine, das wäre ja, mal geil. Richtig. Die geht dann vollautomatisch und macht dir irgendwann einfach alles voll damit. Jetzt habe ich gerade überhaupt keine Orientierung mehr. Warte, da müssen wir hin. Ja, wollte schon sagen, wo willst du hin? Boah, das nervt mich so mit der Melonerei. Willst du mich eigentlich trollen? Nein. Hast du die Lava da hingesetzt? Ja, und dir war bestimmt kalt. Ach so. Kannst du es wieder nicht lassen. Oh. Oh nein, das Feuerschwert. Ach stimmt, deswegen fängst du an zu brennen. Ich habe mich schon gewundert, habe ich dich jetzt gerade irgendwie in die Lava reingeschossen? Ja, krass. Aber das ist ja cool, ein Feuerschwert. Schade, dass es nur so kurz hält. Nee, gut. Ist halt nur Alter, Feuer 1. Was ist hier denn hochgegangen oder farmt ihr in der Gravel? Hä? Krass. Also diese drei Gravel hier, dass die fehlen, kommt von mir. Aber die großen hier... Aha. Hä? Was? Also das große, die habe ich nicht veranstaltet. Ja. Ne, du warst ja bei mir, das konnte ich ja sehen. So, jetzt gehen wir mal hoch hier, ne? Mhm. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Wir können schon mal ein paar Eier mitnehmen eigentlich. So ein paar Testeier. Ja, erst. Ja? Achso, da oben. Mhm. Wie viel Abstand haben die immer? 4? Boah, ich weiß es gar nicht. Es gibt so einen fertig ausgewählten... Also man kann es auswendig lernen, wie man sie setzen muss. Ich weiß gar nicht, wie weit sie auseinander sind. Wo bist du jetzt hergelaufen? Naja, du gehst einfach, wenn du dort bist, nochmal hoch. Ach hier? Ach so. Ah. Da muss ich ja springen, das ist ja blöd. Ja, da muss man einmal dran springen. Ich habe von oben nach unten gebaut und da war einfach irgendwie alles einmal zu tief. So, jetzt bist du oben. Guck, sieht wunderschön aus, die Stadt von oben. Sehr, sehr. Wir sind höher als alles andere hier. Und hier drüben ist mein Zuhause. Oh, und hier war meine Hühnerschussanlage, ne? Ja, genau. Das ist das Geile. Das kann ich dir jetzt nämlich zeigen. Wenn wir jetzt aufs Dach gehen, um rüber zu laufen. Ja. Da kann ich dir nämlich, das ist mein Treppenhaus, sage ich mal, das ich hier hingebaut habe. Man ist hier nur am Fressen, ne? Und deine Hühnerschussanlage ist genau hinter diesem Block. Oh. Da dahinter. Und deswegen habe ich sie entdeckt. Wäre sie da nicht gewesen, tja. Ja, stimmt, die hat dann immer schön hier vorne rausgeballert. Ja, und das hat man gehört. Und dann habe ich gedacht, hä, was ist da los? Mano. So habe ich sie entdeckt. Ich habe nicht immer normale. Ah, doch, habe ich. Oh, ist aber ganz schön kalt. Ich glaube, wir brauchen Lava. Oh. Sehr schön. So, warte. Boah, hier fehlt ja ein Block, ey. Oh, mein Gott. Kann man eigentlich. Ne, Teppich bringt nichts, glaube ich. Man ist, ja nicht ist ja richtig geil hier, das ist so. Ah, hier unten und, kann man schön bauen. Und hier willst du drauf bauen? Hier kann man reinbauen, das ist viel cooler. Guck mal hier, da ist richtig viel. Mal ein bisschen Licht hier.
Ja, das war ein dicker Ding, ne? Sollte vom Platz her locker reichen. Okay, was soll ich tun? Wir müssen uns erstmal überlegen. Hier kann man, glaube ich, jetzt, wenn ich jetzt hier direkt nach unten... Hast du eine zufällig eine Schaufel dabei? Natürlich. Weil der Gravel hier. Wir müssen einfach uns kurz irgendwo reinbauen. Vielleicht kann man den... Oh, perfekt. Und ich habe auch noch Lava. Ne, warte. Jetzt hör auf, mich mit der Lava zu schaufeln, ey. Am Schluss sterbe ich noch. Ich habe voll Diamant-Tools jetzt hier. Das wäre nicht so geil. Ja, schön, wenn du verbrennst. Das wäre blöd. Das wäre ärgerlich. Du kriegst es natürlich hin, mich so zu töten, dass ich auch noch gleich verbrenne. Ja, ich hoffe. Das traue ich dir locker zu. So, wir müssen einfach das mal hier so ein bisschen aushöhlen, den Berg, dass wir hier so ein bisschen reinbauen können. Achso, wenn es in den Berg quasi? Ja, ja, klar. Oben drauf ist ja schwul, das sieht ja jeder. Nicht, dass dann die Leute auch einfach unsere Aufnahmen angucken könnten, aber pst. Und die Leute, die zugucken, das verraten. Naja, aber macht ja naja. Keine. Nee, ich will eigentlich die Hühnchen irgendwann auch so ein bisschen... offen, öffentlich. Weißt du, vielleicht werde ich Haupt-KFC-Lieferant oder so. Ah, okay. Obwohl ich von KFC ja erstmal so überhaupt nichts halte, aber... Ja. Dann lass dir so einen Hühnerregen. Lass einfach in mein Style droppen. Das wäre so eine krasse Verschwendung, ey. In den Brunnen unten. Genau. Das ist kein Geld im Brunnen, sondern halt immer... Das ist schön. Ja, hier können wir anfangen, denke ich. Hauptsache, ich habe 3 Spitzhacken mit. Okay, also wie machen wir es am besten? Wir setzen... hier einen Cobblestone hin. Da. Und da machen wir hier den. Kann man da noch oben drüber? Ist da noch Platz? Oder sind wir da gleich draußen? Ja, perfekt. Das ist sogar ziemlich geil so. Ah, okay. Dann können wir nämlich hier auf dieses Ding hier kommen dann gleich die Hühnchen drauf. Das verstehe ich sehr gut. Jetzt oder gleich? Lass mich lieber erst schnell das Ding fertig bauen. Das ist sehr schnell gebaut. Ich dürfte eigentlich in wenigen Minuten schon fertig sein. Okay, die Uhr läuft. In der Zeit kann ich ja schon mal den Stein hier wegmachen und den hier. Nee, so ist gut. So, kann man sich hier hinstellen und die Hühner hier reinmachen. Okay, das läuft schon mal sehr schön. Also, um es nochmal zu erklären, das Gate baut jetzt eine Anlage, die Hühner automatisch brät. Genau, die wachsen hier automatisch und die werden dann auch automatisch getötet und braten. Und das geht dank einem einfachen Easy-Glitch, den ich nicht entdeckt habe, aber in dem Video gesehen. Du Glitcher, du! Ich klaue. Mann, da könnte ich ja meine, wenn der Glitch geht, könnte ich ja meine, wie heißt das? Meine XP-Farm verbessern. Nee, könntest du nicht. Die Hühner würden ja immer sterben. Das wäre ja dann auch wieder Ziel verfehlt, so. Ah, stimmt, okay. Okay. Also hier droppen die Hühner hier ihren Kram rein. Genau, die Eier. Genau, hier kannst du mal drunter den Dispenser setzen. Und zwar die Richtung zu dir. Drunter oder vor der. Vor nee, drunter. Ich habe es gerade wieder falsch gebaut. So. Genau. Müssen wir den noch schnell umsetzen? Ah, okay. Okay. Der haut jetzt die ganzen Eier hier raus, ne? Mhm. Und jetzt können wir hier neben. Nein, vielleicht Lava machen. Nee, Lava fände ich jetzt uncool. Okay. Lava ist sowas für Leute, die nicht richtig Schwert kämpfen können. Und das heißt jetzt nicht, dass du mich töten musst. Nein. Oh. Hey, hör auf. Du darfst sie ja gleich setzen. Ich habe die Lava schon in der Hand. Ist sie da noch? Ja. Ja, also ich sehe sie bei dir in der Hand, wenn du sie in die Hand nimmst. Ja, weil bei mir ist sie noch hier, warte mal. Leck. Bei mir ist sie weg. Voller Bug. Also hier werden die rausgehauen. Und jetzt kommt der Glitch. Jetzt mache ich hier einen Stone Slab drauf. Ja. Und baue hier überall drum Cobblestone. Und was jetzt dabei passiert, ist, dass wenn du jetzt gleich die Lava hier reinsetzt, dass dann die Hühner, wenn sie noch klein sind, hier drauf nicht verbrennen. Sobald sie wachsen, mit dem Kopf in die Lava kommen, verbrennen und hier unten das Chicken landet. Ah. Das ist der Witz. Genau. Habe ich auch gemacht, als ich das rausgefunden habe. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur die Stelle finden, wo du die Lava hinsetzen musst. Hier in der Mitte, oder? Ja, aber du musst irgendwie da hinkommen. Kann ich von hier? Kommst du von... Warte mal, ich gehe mal kurz weg. Du müsstest sie hier an die... Warte mal, da stimmt noch was nicht. Neben dem, Trichter, oder? Genau, also hier muss zu sein. Hier muss sie quasi da hinsetzen. So. Ja, genau, passt. Das sieht ja geil aus. Jetzt müssen wir hier noch zubauen. Ach, damit die nicht rausglitschen, ne? Genau, da würden sie noch auf jeden Fall rausfallen, ohne Probleme. So, und jetzt können wir eigentlich oben die ersten Hühner reinsetzen. Ah. Okay, da müssen wir allerdings einen Zyklus abwarten, ne? 2 Zyklusse, ne? Ja, richtig, das ist das Problem. Also wir müssen erstmal 20 Minuten warten. Deswegen wird es heute auch nicht scheiße, ich habe nichts mehr zu essen. Hast du noch Melonen oder sowas?
Melonen. Ich hab Hähnchen. Ja gut, damit kann ich erstmal 10 Jahre von leben, glaube ich. Und bald haben wir noch mehr Hähnchen. Ja, 1,7 ist schlimm, ey. Da bist du nur am Fressen. Mm, das stimmt allerdings. Ah, sauber. Jetzt ist das erst... Ah, jetzt geht's. So, und jetzt muss ich hier noch den restlichen Teil der Schaltung bauen, weil die müssen natürlich jetzt noch so halbautomatisch hier rausgeworfen werden. Ja, unten in den Brunnen rein. Genau. Ah, stimmt, eine kleine Glocke, ne? Und zwar eine sehr langsam arbeitende, das ist hier der Witz, weil wenn die zu schnell arbeitet, dann haut die Hühnchen sonst wohin. Okay, das soll vermeiden. Hühner sind gleich drin. Okay, das reicht. Ich kenne ja Hühner. Ja, WTF. Okay. Du, der Hühner und Hühner kannst du da oben nicht genug reinhauen. Also ich werde sicher 10 Stack Eier reinhauen. Hast du wieder zugebaut? Hast du wieder zugebaut hier oben? Achso, ja. Musst du nicht machen. Die kommen ja nicht mehr raus. Weil ich habe zum Beispiel meine Hühnerbatterien so, dass sie schon überfüllt sind, obwohl da eine Doppeltruhe drunter ist. Nö, also ich denke, hier kann man... Ich meine, das ist ja die einzige Station hier oben. Ne? Wir können davon noch mehr in der ganzen Stadt bauen. Nur halt nicht in einer Nähe, weil ansonsten fängt es an zu laggen. Ah, okay. Wenn hier irgendwann mal ein Chunkfix über den Server hier läuft, weil der zu langsam wird durch die ganzen Hühner, dann wird als erstes mal das ganze Hühnchen hier getötet. Dann werden auf einmal die ganzen Hühnerfarmen werden auf einmal alle leer sein. Oh nein. Aber du kannst hier einfach mal, sobald das Ding hier steht, das wird gleich der Fall sein, dann auch schon ein paar Eier reinmachen, dann kannst du nämlich zugucken, wie das funktioniert. Ah ja, stimmt. Du wirst keine Eier mehr. Ja, gechillt, gechillt, ich hab's gleich. Achso, du hast da Eier, oder? Hm, ja, 3 Stack. Okay. So, das funktioniert hier. Was ich jetzt eben mache, ist eine sehr, sehr langsam arbeitende Glock. Okay, wenn Skater sagt. Wie machen wir das am besten? Wo ist das hoch, Mann? Total billig machen wir das jetzt. Ah, ja, da hinten die Arena hin? Ja, richtig. Das sind die gerade am Bauen. Sehr gut. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe mich hier ordentlich gerade zugebaut. Weil ich hier so keinen Platz habe. Na, so geht's. Und ich stehe natürlich nicht im Weg. Ne, überhaupt nicht. Ich mache immer das, was ich am meisten kann. Nix. Ja, am besten kann. So, jetzt sollte die langsam durchlaufen. Genau. Na, und jedes Mal wird jetzt hier... Jetzt machen wir hier mal 3 Stack Eier rein. Okay, das hört sich noch nicht so geil an. Kann man... Ne, Glas kann man denn nicht hier machen, oder? Doch, kann man auch. Das hört sich momentan noch so an, als würden die irgendwie sterben. Ja, als ob die Eier verbrennen würden. Ja, aber ich habe das jetzt nicht. Machen wir hier einen weg. Super. Hä, ist das ein Spender? Ja, nee, ein Spender funktioniert hier nicht. Das ist der Fehler. Du solltest einen mit Wogen bauen. Ach, stimmt. Warum jetzt erinnerst du dich. Warum hatte ich denn einen Spender überhaupt? Ich habe doch extra dazu gesagt, dass du... Ja, aber ich dachte, für mich war immer Spender, war immer dasselbe. Spender, Dispender, alles klar. Das ist klar, dass die verbrennen, wenn man sie einfach nur rausschmeißt. Du hast quasi eine Eiervernichtungsmaschine, haben wir jetzt hier gebaut. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Sehr gut. Könnte man auf dem Server hier auch mal gebrauchen. Oh. Baust du schnell einen anderen Dinger? Ja klar, ich hole einen. Okay. Ah, da war der Fehler. Ich hab mich schon gewundert, ey. Bin ich jetzt bescheuert? Wie kann das hier nicht funktionieren? Da fallen einfach nur die Eier raus und nichts passiert. So, währenddessen kann ich das Tier wieder zubauen, dass es auch von außen nicht entdeckbar aussieht. Genau, machst du das nochmal schön sexy alles. Mhm, richtig geil. Super geil. Boah, und hier müssen wir auch noch was bauen. Also man muss da auch noch irgendwie vernünftig hier rankommen. Ich denke, hier oben machen wir alles zu. Außer vielleicht den Zugang, den kann man lassen. Ich sehe gerade die ganze Mining-Schichte hier, ey. Ich kann durch den Berg gucken. Okay, dann baue ich wohl so einen Schuss. Ah, hier sind sie. Boah, das reicht aber noch nicht an Hühnern, da geht noch was. Ich könnte noch ein paar Eier mitbringen. Naja, komm, bring noch 10 Stack mit. Wir gönnen uns mal was, ne? Ja, hau mal hier rauf, oh, jetzt regnet's. Ist ja eklig. So, Pflasterstein und einen Bogen Redstone. Da krieg ich hin. Ich hatte irgendwo gerade noch ein paar Bögen gesehen. Boah, das kostet gerade richtig Cleanstone, was ich hier baue. Ah ja, Bögen. Oh.
Crafting Table, da ist er. So. Ach ja, der heißt Werfer, der hat ein anderes Loch vorne. Ah. Ja, er hat ein anderes Loch. Genauso hält man die auseinander. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, warte, ich hole ein paar Eier. Boah, ich habe gleich mehr wahnsinnig Hunger, ey. Man ist hier nur am Fressen mal 1,7. Na, super Kacke. Ja, ich denke mal, wenn Craft-Tech noch ein bisschen läuft, ist ja auch bald 1,8 angesagt. Ja, und ich hoffe, da spawnen die Gegner auch mal besser. Hier ist schon wieder nichts in der Mob-Farm. Ich muss erstmal einen neuen Stack Cleanstone hier holen. Sonst müssen wir das hässlich mit Cobblestone zu bauen. Das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Nee, Cleanstone muss. Hast du vielleicht noch was, das du schnell mitbringen kannst? Ja. Da muss ich auch wieder Eier wegpacken. WTF, wie viele Eier hast denn du dabei? Der Inventar war voll. So. Am Schluss funktioniert es nicht, das wäre dann auch traurig. Aber ich sehe, hey, Hähnchen geben echt okay, also damit kann man arbeiten. Die Hähnchen sind gut. Ja, so Hähnchen. Oh. Oh ne, schon wieder Regen, ich hasse Regen. Ich hasse auch Spiele generell, oder ich hasse diese Funktion in Spielen, dass es regnet. Alle erzählen dann immer so stolz mit ihren Wettereffekten. Ob jetzt bei WoW, Battlefield, finde ich alle scheiße. Ja, ich hasse es auch, wenn in den Seen die Fische wegschwimmen. Kann ich gar nicht mitarbeiten. So ein Scheiß. So, warte, ich komme eben hoch wieder. Oh, man hört schon die Hühner ordentlich, ey. Ekelhaft. So, warte, hier hoch. Ich habe voll den geilen Weg nach oben, so voller Jump'n'Run. Ob das so geil ist? Jetzt hier. Kann man nämlich hier das hier weghauen, dann können wir hier so eine gediegene Treppe runterbauen. Jetzt musst du schnell runterjumpen. Ich glaube, da gibt's es. Autsch! Haust du gerade die Hühner rein, gibst du mir einen Cleanstone, dann baue ich hier schnell fertig. Ah, genau, warte, der Werfer. Oh ja. Cleanstone und Hühner kommen. So, wie baue ich jetzt den Werfer hier richtig hin? Ja, scheiße. Ja. Muss ja alles kaputt machen. Das ist jetzt ein Ding, den hier richtig hinzusetzen. Oh, es hat der Glas kaputt gemacht. Oh, hat geklappt. Muss er schneller die Hühner hier raushauen. Viel schneller. Wenn ich bei mir die Lags merke, dann weiß ich, dass es funktioniert hat. Ja, meine FPS sind auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Oh. Aha. Sauber. Minecraft abgeschmiert oder was? Ja, komplett. Hey. Sehr gut. Minecraft Crash Report, okay. Sehr, sehr gut. Das heißt, es funktioniert. Okay, wenn er in der Nähe von der Farm der Minecraft-Client abbricht, dann ist alles gut. Ja, dann weiß man, dass man es richtig gebaut hat. Das ist auch, daran merkt man immer, dass die Hühnerfarm funktioniert, finde ich. Der Castcraft hatte so einen Autoklicker, ne? Autoklicker? Der kann innerhalb von Sekunden ein ganzes Stück Eier werfen. Alter, den könnten wir hier auch noch gebrauchen. So, warte mal. So, da sind wir wieder. Gerade ein bisschen gecrashed. Aber nur bei mir, ne? Bei dir war wieder alles okay. Ja, bei mir läuft das ja perfekt hier. Wie bestellt. Von dir erst so gar nichts und dann draußen. So, ich bin hier gerade noch ein bisschen die Treppe am Bauen. Das wird auch sehr geil. Sehr, sehr geil. Und jetzt mach ich mal hier die unten noch ein paar Hühnchen rein, dass man. Ah, du hast schon. Ne, du solltest vielleicht hier oben, ja genau. So, die wachsen jetzt, bis sie groß sind. Ach, und ja. Sterben sie einfach. Das ist ja geil. Oh, ich dachte schon. Fall so nach unten tot. So, und hier müssen wir uns nur noch eine Chest hinsetzen. Ach, die habe ich daneben gesetzt. Guck mal hier. So, hier landet jetzt das Hühnchen drin. Ah, nee, scheiße. Hier landet kein Hühnchen drin. Genau, gehst irgendwann hier hoch. Die Farm funktioniert gar nicht. Da waren gar keine Hühnchen drin. Aber das ist ja cool. Warte, muss ich es noch hier anders machen. Machen wir das ein bisschen schlauer. Ich hoffe mal, es geht nichts kaputt, wenn ich den wegmache. Oh, oh. Außer ein paar. Ja, genau. Außer ein paar Hühner. So.
So, kann man hier schön die Chest hinsetzen. Und da könnte man jetzt eben noch weiter sortieren, ne? Also, dass man noch irgendwie die... Ich habe ja sowas schon mal gebaut hier drauf, dass man noch die Federn rauskriegt und sowas. Aber das ist ja nicht notwendig. Ah, okay. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir oben genug Hühner haben, ne? Weil die ist natürlich richtig effektiv. Also, die gibt so, wenn sie gut läuft, jede Sekunde ein gebratenes Huhn aus. Ja, geil. Ah ja, stimmt. Wenn man die Taktung der Uhr nimmt, ne? Also der Minecraft-Block. Ja, genau. Weil irgendwann wachsen ja auch so schnell. Genau, das ist der Sinn davon. Und dadurch ist hier oben, dass es hier oben keine neuen Hühnchen gibt, ne? Weil die ja nicht, so wie bei dir, sich selbst vermehren oder sowas. Ja. Ist hier auch nicht das Problem, dass der Server abcrashen würde deswegen. Ah, okay. So, und hier kommt dann noch sehr, so eine kleine geil, Treppe hin. Ja. Doch, funktioniert. Dann können wir hier irgendwie an der Seite noch eine Treppe hochführen. Ja, genau, zu dem. Brauchen wir halt noch Stufen für, ne? Ja. Ein paar Fackeln hier noch rein. Kann man sogar hier unten durchgehen, das sieht ja geil aus. Ja, und an sich funktioniert das. Also ich denke, in 20 Minuten werden wir schon die ersten Hütchen rausholen können. Ausgezeichnet. Und wenn die groß sind da oben, dann geht es natürlich noch mehr ab. Weil ja, dann nach und nach immer neue Hähnchen wachsen. Oder ja, Hühner oder cool. Eier gelegt werden, besser gesagt. Und wie gesagt, also hier könnten wir jetzt noch sortieren, aber ich denke, da sind wir jetzt momentan zu faul für. Man sollte vielleicht noch eine Doppelchest hinsetzen. Ja, die passt ja genau richtig. Ja. So. Ja, das kann man sicher noch schön hier fertig bauen. Ich habe den Cobblestone hier absichtlich gelassen, dass man sieht, wo man nicht weghauen soll. Ach so, okay. Ja. Und dann bauen wir hier oben noch hier schön Treppen hin, vielleicht so mit Stonebrick oder so. Und dann läuft das Ding. Und dann kann man hier rüber. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wir sind keinmal runtergefallen bis jetzt. Das stimmt allerdings. Voll lange nicht. Aber pass auf, Lava! Nein, Gott. Okay, dann würde ich sagen. Oh nein! Ich habe jetzt mein Feuerschwert. Oh nein, ich brenne. Echt jetzt? Du brennst? Ja, aber nur kurz. Okay. Nein, lass es sein. Ich will nicht wieder mein ganzes Hirn von da unten aufsammeln. Warte, ich guck gerade mal, wo der Brunnen ist. Man sieht den Brunnen doch niemals. Kannst du froh sein, dass ich gerade keinen Pfeil mehr habe? Hey, ich hätte dich einfach runtergeschlagen. Wo ist der Brunnen? Wo ist der Brunnen? Hier ist der Brunnen nicht. Och Mann. Ich warte, ich probier's auch mal. Da müsste er sein. Ja, ich hab's überlebt. Oh, echt? Yeah. Ja, aber auch nur ganz, ganz knapp. Ja, ich dachte, der war weiter vorne und meine Welt hat sich noch nicht aufgebaut. Boah, jetzt klaue ich dir deine Slimeballs. Nein! Und dein Cleanstone habe ich dir auch noch geklaut. Weißt du, was das cool ist? Jetzt kann ich dich töten, weil du dich schnell genug ausrüsten kannst. Doch klar, schon fast voll. Scheiße. Das habe ich drauf. Gibt ja die Minecraft Pro Series. Ja, richtig. Allerdings noch nicht viele Folgen. Aber gut, ja, gut, ich würde sagen... Wird man im nächsten Part sehen, ob das Ganze funktioniert hat. Gehst genau. Einfach irgendwann mal wieder hoch. Ich werde es nachher einfach mal vorbeischauen, eine Stunde oder so. Und dann gibt es lecker Hühnchen. Oh, das ist richtig geil. Also ich hoffe wirklich, dass wir die ganze Stadt, wenn wir noch 2, 3 Stationen von dieser Art in der ganzen Stadt aufbauen. Ja, und dann lassen wir Hähnchen vom Himmel regnen. Genau, statt Hühner gibt es dann einfach im... Boah, das wäre so pervers, ne? Brathühnchen oder so. Man hat ein ganzes Hähnchen runter. Das wäre schön. Wir machen hier noch so eine Trauminsel, ey. Genau, die Hähncheninsel. So ein aber Wunderland. Gut, irgendwann... Da muss man gar nicht mal weiter reden. Alles voller Hühner. Hühner. So gut, dann sind wir durch, ne? Ja, haben wir es geschafft. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.